Non ho voglia di comprarti un'altra rosa, forse siamo come... Halbfinale. Wer schafft den Sprung ins Finale der EM 2024? Noch träumen beide, noch hoffen beide. Spannend wird's. Das Halbfinale der EM live. Liebe Fußballfans, willkommen zum Halbfinale der EM 2024. Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit dem geschätzten Kollegen Frank Buschmann werde ich dieses Spiel heute für Sie zu Hause kommentieren. Die Niederlande gegen Türkei. Ich glaube, das ist so ein Spiel heute im Halbfinale dieser EM 2024. Von dem könnten wir noch lange sprechen. Das ist ein Kracher, da ist eine Menge drin und wir schauen mal, wie beide reinkommen in diese Partie. Es gibt Freistoß gegen die Niederlande. Das ist die heutige Aufstellung der Niederlande. Virgil van Dijk spielt mit Stefan de Vrij in der Abwehr. Und im Sturm ist Memphis Depay. Wir schauen auf die Aufstellung der Türkei. Sie haben sich auch für ein offensives 4-5-1 entschieden. Ja, mich überrascht das nicht. Das macht das Spiel besonders spannend. Das ist natürlich abseits. Er geht schön dazwischen. Xavi Simons. Ake. Cody Gakpo. Schön gesehen. Vorteil in dieser Szene. Weiter die Niederländer. Gakpo. Anspiel in den Rückraum. Er schießt. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Das ist Xavi Simons. Gut verteidigt. Das ist Xavi Simons. Der muss drin sein. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Kökçü. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Dumfries. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Jeremy Frimpong. Sie lauern. Sie schauen immer wieder. Schöner Spielaufbau. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß.
es. Und damit sind sie jetzt mit zwei Toren vorne. Dieses Halbfinale läuft genauso, wie sie sich das vorgestellt hatten. Unglaublich, wie er diesen Freistoß da reingemacht hat. Da kommt die Wiederholung. Effet ohne Ende und da hat der Keeper keine Chance. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Arda Güler. Das macht er sehr gut. Jeremy Frimpong. Da ist Platz für den Konter. Cody Gakpo. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen die Chance jetzt. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Dumfries. Jetzt Dumfries. Gute Aktion. Das ist Memphis Depay. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Das frühe Stören jetzt. Dumfries. Ball kommt steil. Memphis am Ball. Das wird Ecke geben. Da kommt noch mal das Tor in der Wiederholung. Ball ist unterwegs. Am Ball ist Memphis Depay. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Ake. Ake. Abgeblockt. Die Chance für Depay. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Van Dijk. Jetzt Dumfries. Simmons. Den Zweikampf führt er sehr gut. Da wäre Platz für einen Konter. Dumfries. Ja, gute Hereingabe. Den Ball kann er klären. Am Ball jetzt Xavi Simons. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Baris. Gut dazwischen gegangen. Ake.
Die erste Hälfte ist damit vorüber. Die Niederlande mit dem Anstoß. Die zweite Hälfte läuft. Weiter geht's. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Dumfries, Jeremy Frimpong, Xavi Simons, Cody Gakpo. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie wechseln. Ecke in die Mitte. Guter Vorstoß. Ake. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Kökçü. Samet Akaydin. Kahn Ayhan. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Die Holländer holen sich den Ball zurück. Cody Gakpo. Das ist Ake. Ake. Da geht er gut in den Zweikampf. Cody Gakpo. Nicht ungefährlich. Kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Außen werden die Räume jetzt da für ihn. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Er treibt sich immer wieder aus dem Mittelfeld an. Das ist ein klasse Auftritt. Der Torwart mit dem Fehler. Arda Güler. Vielversprechender Vorstoß. Und hier gibt es Freistoß gegen die Niederlande. Oh, grenzwertig. Aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Sie nehmen den Wechsel vor. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt.
Van Dijk. Xavi Simons. Jetzt Memphis Depay. Von dem wissen wir ja, wenn der den Pass bringt, dann wird's gefährlich. Gut den Ball verteidigt. Das Pressing ist da. Ja, das gibt Einwurf. So, sie werden nun also wechseln. Guter Spielaufbau jetzt. Jorginho Wijnaldum. Dumfries mit dem Ball. Den Ball holt er, gut verteidigt. Sie machen Druck. Arda Güler. Abdul Kerim. Kaan Ayhan. Samet Akaydin. Aktür Koglu. Ball kommt nach hinten. Virgil van Dijk kann klären. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Den Ball hat er. Cody Gakpo. Sake. Wijnaldum. 6 Minuten sind noch zu gehen. Ja, das sieht gut aus. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Mit einer klaren Führung für die Niederlande geht es jetzt hier so langsam auf den Schlusspfiff zu in dieser Begegnung. Der Vorsprung ist erheblich. Ja, was soll da noch passieren? Nee, die Sache ist durch. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. Aktür Koglu. Da kommt die Hereingabe. Was für eine Parade! Aber dann kommt der Pfiff, ja, abseits. Sie wechseln aus. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Gakpo. Schlusspfiff in dieser Begegnung. Das war's für heute und für die Niederlande geht die EM 2024 also weiter. Sie sind im Finale. Sie sind im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Es war nie wirklich eng. Sie waren die klar bessere Mannschaft mit einer sehr, sehr überzeugenden Leistung.